Jetzt, an diesem Wochenende, erwartet uns ein absolutes Highlight bezüglich der Künstler, die wir haben engagieren können, respektive der Burghof ist Organisator für das Stimmenfestival Samstag, Sonntag, 1. 2. Juli. Wir werden starten am Samstag zum Mittag um 3 Uhr mit einem Kinder- und junggebliebenen Programm, das einen märchenhaften Ausflug durch Klang- und Bildwelten gibt, mit dem Teatrino Vocale. Und wir freuen uns wahnsinnig darauf, dass Kinder mit einbezogen werden in den Act. Zuoben haben wir mit dem Symphonieorchester unter der Leitung von Ivo Bolton und der Sopranistin Juliana Grigorian Top-Ensemble, wo Bizet, Dvorak und Mozart gibt. Nachher haben wir eine Aftershow in unserem neuen Schlosskellerrunde und das gibt einen experimentellen Ausflug mit Klang und Bild ins 16. Jahrhundert. Leviathan ist Stichwort. Am Sonntag haben wir zuoben wieder einen Top-Act. Das ist Billy Evans and the Spy Killers mit Thomas Quasthoff. Und wir kennen den Thomas Quasthoff aus der Operenwelt und entsprechend gibt das einen Mix aus Opern, hochqualitativem Jazz, Pop und Rock. Wichtig ist noch zu wissen für die Bevölkerung, wir werden bereits heute Montag anfangen mit den Aufbauarbeiten und das führt zu gewissen Behinderungen bei der Querung vom Schlossplatz. Und wir bitten um Verständnis für das, weil das gibt eine riesige Bühne. An der letzten Sitzung des Binniger Einwohnerrats vor der Sommerferien war im Kroner Matzsaal einiges los. Neben der Wahl des neuen Präsidiums für die nächsten 12 Monate, wunderbar musikalisch umrahmt und mit dem obligaten Apéro abgerundet, hat es auch intensive Diskussionen zu den traktandierten Geschäften gegeben. Zum neuen Präsidenten des Binniger Parlaments und somit zum höchsten Binniger und auch zum Nachfolger von der Beatrice Büschlen ist der Roman Oberli von der SVP gewählt worden. Es ist eine riesige Freude und Ehre, dass ich jetzt als Einwohnerratspräsident gewählt worden bin. Das ist ja mittlerweile bin ich jetzt schon das 7. Jahr in der Politik. Ich bin jung in Politik, mit 18 Grad eingestiegen, mit 19 ins Parlament gekommen. Seither bin ich da aktiv dabei. Mittlerweile eigentlich schon einer der Dienststältigsten in der SVP-Fraktion. Und wo es dann letztes Jahr darum gegangen ist, war das Vizepräsidium und das Präsidium könnte ich übernehmen, ist dann die Diskussion auf mich gefallen. Und ich habe Lust drauf gehabt. Es ist auch ein Zeichen an die Jüngeren, dass sie etwas können bewegen und dass sie doch in der Politik dabei sein sollen. Wir sind hier als Parlament, da sollen wir miteinander reden, da sollen wir diskutieren über die Vorlagen und nicht zwingend einfach alle Vorlagen abnicken. Von dem her soll es und darf es auch längere Diskussionen geben und das werde ich hoffentlich auch in den nächsten Amtsjahren so erleben. Lange Kontroverse und zum Teil auch hitzige Diskussionen hat das Thema zweite Lesung von der Teilrevision vom Wasserreglement und den Nachtrag zum Wasservertrag mit der IWB ausgelöst. Die Gemeindepräsidentin fasst zusammen. Also das Fazit ist das erste Mal, dass wir den Wasservertrag mit der IWB anpassen, auf einen neuesten Stand bringen. Und das ist sehr erfreulich. Das ermöglicht uns nämlich, den Netzkostenbeitrag von 350'000 Franken pro Jahr nicht mehr auf die Gebühren zu überwälzen. Und das ist damit Geld, das wir den Gebührenzahlerinnen können sparen. Das andere ist das Wasserreglement, wo wir leider eine Diskrepanz haben zu der Regelung in Basel-Stadt, wo wir grundsätzlich verpflichtet sind, gleich zu handhaben. Dort werden wir schauen, was wir für Lösungen finden, wenn sich das erste Mal der Fall stellt. Das ist etwas, das nicht häufig vorkommt, aber es gibt dort eine kleine Diskrepanz und das wird die Zukunft zeigen. Der FDP-Einwohnerrat Sven Inabnit kommentiert seine kritische Haltung zum erwähnten Wasserreglement. Wenn die IWB als Versorger entscheidet, die Wasserleitung zu ändern, zu einem Grundstück her, hat das sicher seine guten Gründe und ist okay. Aber was nicht okay ist, was wir uns gewährt haben, ist, dass nachher der Grundeigentümer, die Hauseigentümerinnen, die Hauseigentümer die Anschlussänderung im Haus innen muss zahlen muss. Obschon sie sie ja gar nicht bestellt hat und gar nicht dafür kann, dass die IWB einen anderen Anschluss hat entschieden. Also im alten Vertrag ist es nicht geregelt.
Die IWB hat jetzt das neu hineinschreiben, darum haben wir uns gewehrt. Und wir sind der Meinung, man muss eine andere Lösung finden, wie das finanziert wird. Das ist nicht Sache der Hauseigentümer. Die FDP erwartet jetzt vom Gemeinderat, dass mit der IWB neue Verhandlungen geführt werden. Fortsetzung folgt. Die erste Sitzung von Binniger Einwohnerrat nach der Sommerferien und zum ersten Mal unter der Leitung von Roman Oberli ist dann am Montag, 28. August. Wir laden für die diesjährige Bundesfeier die Binnigerinnen und Binniger recht herzlich ein. Es gibt ein ganz tolles Programm. Wir starten wie üblich am 3, das Jahr am 3, mit dem Jazzturnier Schieber im Schlosshotel innen, unter der Leitung von Daniel Niffenegger. Nachher geht es los am 4 Uhr mit Kinderprogramm, Nachmittag. Das Basteln für den Kinderumzug dann am 9 Uhr, glaube ich, oben. Und wir haben super Programmpunkte drin, ein Showact, den wir anstatt vom Feuerwerk das Jahr machen. Ist noch eine Überraschung, was wir bringen. Und wir werden Foodtrucks haben auf dem Platz. Es gibt das Jahr einen Daydance hinten auf der Wiese für die Kids. Und es gibt ein tolles Live-Konzert. Auch noch eine Überraschung, wer das wird sein. Und selbstverständlich werden wir noch die Festrede haben vom Einwohnerratspräsidenten mit der Metallharmonie unterstrichen und können alle singen. Und darum kommen alle.